Wann habt ihr die gebraucht? Bei einem Banküberfall oder so? Mensch, sitz doch nicht so krumm da. Du fällst da noch rein. Ma, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich will sterben. Da musst du einfach noch ein bisschen warten. Irgendwann sterben wir alle, mal früher, mal später. Aber ich will jetzt sterben. Du bist ein Idiot. Immer musst du dich vordrängeln. Du wartest, bis du dran bist. Henki, das mache ich nicht. Aber ich habe schon unglaublich viele Kunden. Nein, ich brauche sie doch selbst. Was ist denn los? Henki will meine Strumpfhosen verkaufen. Nur die gebrauchten. Gebrauchte Strumpfhosen? Wer will denn um Himmels Willen diese dreckigen Dinger? Na, die sind nicht dreckig. Naja, es gibt Leute, die sammeln sowas. Warum? Na, einfach, um kurz mal dran zu schnuppern. Was? Und dann bezahlen sie auch noch dafür. Wie viel? 25 pro Stück. Mach nur, Mädel. Dann brauchst du sie nicht mehr zu waschen. Kannst dir gleich neue kaufen. Aber dann muss ich jedes Mal in die Stadt, Ma. Dann kaufe ich dir neue. Okay, dann... Yes! Sag mal, Henki, sind die Socken von Johnny und Klaus nicht auch was für dich? Die stinken sehr gebraucht. Ja, nee, Ma. Strumpfhosen von Kees sind denen lieber. Was ist denn mit Klaus los? Er will schwimmen, aber er ist zu faul, die Badehose anzuziehen oder so. Ich will mit meinem Leben Schluss machen. Ich könnte mich ertränken. Wird nicht gehen. Irgendwie bleibst du oben schwimmen bei all dem Salz im Wasser. Was für ein Salz? Wegen der Pisse. Dann binde dir ein paar Steine um, dann bleibst du unten. Steine? Ja, man bindet sich einfach einen Stein ums Bein, damit man nicht mehr nach oben kommt. Siehst du, so schlaue Sachen weiß ich einfach nicht. Könntest du mir helfen? Helfen? Beim Selbstmord? Ja. Aber dann ist es doch kein Selbstmord mehr, wenn ich dir helfe. Hm. Und überhaupt habe ich keine Zeit dafür. Warum schluckst du nicht einfach Schlaftabletten wie alle anderen? Ich habe doch keine. Die liegen oben im Apothekerschränkchen im Badezimmer. Da liegt übrigens noch viel mehr, woran du kaputt gehen kannst, mein Lieber. Ja, ich will kaputt gehen. Dann spring aber nicht ins Wasser, denn das geht von dir kaputt. Außerdem haben wir Whisky beigebracht, dass er alles, was ins Schwimmbecken fällt, rausholen soll. Hiermit muss es klappen. Hält den Hund flohfrei. Vorsicht, für Kinder unzugänglich aufbewahren. Giftig. Komm, tot. Hat jemand Klaus gesehen? Ja, gerade war er noch hier. Ich glaube, er ist oben im Badezimmer. Er will Schluss machen. Schluss? Womit denn? Er hat doch noch gar nichts angefangen, der Dovi. Ich weiß nicht. Ich schätze, er will Selbstmord machen. Nikotinpflaster hilft beim Aufhören mit Rauchen. Vorsicht, kann Herzbeschwerden hervorrufen. Hi, die Strumpfhosen, geht das noch? Ja, klasse Tipp, Johnny. Hab schon eine Menge Kunden. Super Zeug. Wisst ihr eigentlich, wo Klaus ist? Na, oben. Entschuldigung. Klaus! Bist du jetzt völlig verrückt? Weißt du denn, was das kostet? Was machst du denn hier alles? Ich will sterben. Und das willst du mit Flohbändern machen? Da ist Gift drauf. Klaus, die Dinger funktionieren nicht. Nur Flöhe sterben darauf. Weißt du noch, mit Whisky, den mussten wir dann noch eine Nacht lang ins Petroleum stecken. Oh, hast du dich geschnitten? Das sind Nikotinpflaster. Davon bekommt man einen Herzanfall.
Ja, aber nur von dem Preis, wenn ich mir den ansehe. Und was ist damit? Das habe ich fast ganz leer getrunken. Rattengift, begrenzt haltbar, mindestens haltbar bis 15. August 1982. Oh, ich will sterben. Tja, Klaus, dann solltest du erst mal lesen lernen, sonst klappt das nie. Hast du die vielleicht auch geschluckt, Klaus? Oh ja, die auch, die habe ich auch geschluckt. Denn die sah so richtig gefährlich aus. Was ist das eigentlich? Abführtabletten. Ist das jetzt möglich, dass er Schluss machen will? Ach, das ist jedes Mal was anderes. Letzte Woche wollte er Elvis sein. Jetzt mache ich mir aber doch Sorgen. Um Klaus sagt, er macht nie Selbstmord. Wieso denn nicht? Ach, der kann sich doch nicht mal selbst die Schnürsenkel binden. Leben sinnlos. Und sinnlos weiterleben hat überhaupt keinen Sinn im Leben. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal was draus lerne. Sonst ist alles aus. Ich wäre so gern ein guter Verteidiger geworden. Was ist denn jetzt? Und so, was denn? Ruhe mal! Was war das? Was denn? Ich hab nichts gehört. Was für eine Nummer? Du hättest tot sein können. Naja, ich glaube, ein bisschen war das eine Absicht, oder, Klaus? Was ist denn passiert? Tja, Mann, du hast nur den Knoten am anderen Ende vergessen. Ich bin doch kein Profi. Den hatte ich besonders fest verknotet. So bin ich auch immer meine Schnürsenkel. Na, setz dich erst mal. Und jetzt erzähl uns mal, warum du so gerne Schluss machen möchtest. Das ist. Ja, ist ja ganz niedlich, Klaus. Aber für die würde sich keiner die Hacken ausreißen. Sommer hat mein Leben keinen Sinn mehr. Das hast du auch gesagt, als ich dir erzählt habe, dass es den Osterhasen nicht mehr gibt. Doch, ich weiß bis heute nicht, wer die ganzen Eier versteckt. Hast du denn schon mit ihr geredet? Wie? Mit ihr? Nein, natürlich nicht. Bist du völlig verrückt? Warum denn nicht? Das traue ich mich nicht. Stell dir vor, sie findet mich nicht nett. Sie ist doch auch nur ein Mensch. Ich könnte nicht mehr weiterleben. Ein ganz gewöhnlicher Mensch, aber einer mit sehr schönen Beinen. Ist das eigentlich Ihre echte Haarfarbe? Naja, die sind auf jeden Fall gewaschen. Und das stimmt mich froh. Was macht er denn jetzt schon wieder? Klaus, ja. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Unsinn. Du wirst die Kleine jetzt anquatschen. Nein, los. Ich habe Angst. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Oh.
Johnny, hör mal. Meiner Meinung nach funktioniert das und ich gucke ihn dir doch an. Glaubst du denn, dass er so eine Chance hat? Ich verstehe ihn, aber was schlägst du vor? Organisier du für Klaus die Verabredung mit dem Mädel. Er hat doch einfach zu viel Angst. Ich sag dir, nach einer Verabredung wird er geheilt sein. Woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Sie ist nicht sein Typ. Ah, und was ist dann sein Typ, hm? Der bewusstlose Typ. Ah, na gut. Okay, Klaus, jetzt hör mal gut zu. Ich möchte dir gern helfen. Ich werde für dich die Braut schon klar machen. Wirklich, wahr? Ja, aber dann musst du uns erst was versprechen. Was? Keine Selbstmordversuche mehr. Und wenn sie mich nicht nett findet? Dann hast du Pech. Aber für dich gilt Folgendes. Keine durchgeschnittenen Pulsadern mehr, kein vor den Zug springen mehr und kein Genickschuss. Hey, das ist eine gute Idee. Klaus! Okay, aber dann machst du auch wirklich die Braut klar für mich. So ist es, ich mach die Braut für dich klar. Komm schon, wir gehen, bevor sie uns noch fragen, was wir hier tun. Aber wir tun doch nichts, wir gucken nur ein bisschen. Ja, in einen Garten, wo ein Hase drin hockt. Und da sind die ganz empfindlich. Aber du machst die Braut für mich klar, ganz bestimmt. Ja, Klaus. Mal im Ernst, Johnny. Wann machst du nun endlich diese Verabredung aus? Klaus läuft nun schon wieder 2 Tage rum und quengelt. Ach ja, was du nicht sagst. Heute Morgen drohte er noch, sich selbst anzuzünden. Wirklich? Ja, aber er hat den Verschluss vom Benzintank nicht aufgekriegt, sonst hätten wir laufen müssen. Shit, das muss bald vorbei sein. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich um meine Verabredung kümmern werde. Worauf wartest du? Hast du etwa Schiss? Du, ich habe keinen Schiss vor keiner einzigen Frau. Ach nein, vor Ma auch nicht? Das ist was anderes. Das ist meine Mutter und davor hat man Respekt. Das wäre auch besser, sonst hast du nämlich einen Schlüsselbund zwischen den Zähnen. Du musst dem Mädel einfach sagen, dass sie damit ein Menschenleben rettet. Eine etwas rührselige Geschichte über Klaus erzählen. Das kann schon manchmal wirken. Würdest du darauf reinfallen? Vielleicht, wenn es rührselig genug ist. Hey, wir reden hier über unseren Bruder, nicht über den Seehund. Ich finde Seehunde sehr süß. Gut, dann sage ich ihr eben, dass sie mit dem Seehund ausgeht. Dafür wird sie ihn auf eine Ohr haben. Ja, dann kann sie ihn immer noch anziehen, wenn sie ihn nicht mag. Hey, Johnny! Johnny! Dein Auto! Was? Was ist denn mit meinem Auto? Da sind 4 Räder drunter. Ja, schön, ja. Ja, hier. Ach ja, und so eine Politussi hängt den Ratten Liebesbrief dran. Was du nicht sagst. Nein, das stimmt wirklich. Nein, ich schwöre. Bleib meine Hut. Unglaublich. Man kann nirgends mehr parken. Das nächste Mal stellen wir die Karre einfach hier in die Kneipe. Ach, diesmal kriegt Johnny die Sache schon geregelt. Wieso? Ist eine flotte Biene, da klickt noch Honig dran. Also hat's geklappt, Johnny? Habe ich eine Verabredung mit ihm? So in der Art. Muss ich hier nichts mitbringen? Blümchen oder sowas? Ich habe an alles gedacht. Siehst du den Mülleimer da? Ja, was ist damit? Ich habe da etwas für dich reingesteckt, um es dir zu geben. Ein kleines Geschenk. Mülleimer? Hättest du mir das nicht besser so geben können? Nein, so ist es viel schöner. Geh mal gucken. Ja. Sag mal, was hast du denn in den Mülleimer geschmissen? Nichts. Nichts? Und gerade hast du gesagt... Wir haben Klaus doch eine Verabredung mit seiner Traumfrau versprochen. Hey, Johnny, ist es das vielleicht? Nein, Klaus, es liegt ganz tief unten. Ich finde das gemein, Johnny. Du machst Klaus immer zum Trottel. Nicht doch. Ich halte genau Wort. Sieh mal. Die Polizei? Ganz ruhig, gehört zum Plan. Was? Pass gut auf. Hey, Sie sind... Ja, genau rechtzeitig. Was soll das hier bitte schön, hä? Ist das nicht dein Mülleimer, Sandra? Sandra... Sieht so aus, als wäre ich mit meiner Arbeit für heute noch nicht fertig. Nein, es ist mein Müll, also. Los, komm, wir beide verschwinden jetzt. Ja, wirklich wahr? Johnny! Hey, Johnny! Johnny!
Danke! Danke! Tja, das habe ich dir gesagt. Ich sollte doch für Klaus eine Verabredung organisieren. Seht mal her, 1150 Lappen. Gibt's nicht, das hast du alles mit meinen Strumpfhosen verdient? Klar, wir sind alle losgeworden. Vor allem den großen Haufen aus der Ecke vom Badezimmer, da waren alle scharf drauf. In der Ecke vom Badezimmer? Keine Ahnung. Ich leg sie immer in die kleine grüne Wanne. Oh, dann weiß ich schon, von wem die sind. Das waren meine. Was? Ich hab die schon eine Weile vermisst. Na los, her mit meinem Anteil. Blöde Kuh. Ja, aber ich... Noch nichts von Klaus gehört, Johnny? Nein, sie haben ihn wahrscheinlich da behalten. Aber ich glaube, dass er jetzt ein für alle Mal von ihr geheilt sein wird. Ach, ist ja ein Ding, Klaus. Haben sie dich wieder freigelassen? Ja, ich durfte eine wundervolle Nacht mit Sandra verbringen. Jedenfalls, gestern Abend ging sie mal kurz nach Hause, aber heute Morgen war sie wieder da, um mich freizulassen. Für dich sicherlich kein Polizeimädel mehr, oder? Was? Ich krieg nicht genug davon. Sie ist ein fantastisches Weib. So wie sie mir die Handschellen anlegte und als ich mich sträubte, gab sie mir sogar einen Stoß. Ich werde, glaube ich, heute oder morgen Abend bei ihr zu Hause einbrechen, sodass sie mich wieder festnimmt. Und vielleicht wird sie mich dann auch verhören. Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist, Klaus. Und Johnny, noch vielen Dank für die Verabredung. Ohne dich wäre ich jetzt eine tote Leiche. Aber was ich noch nicht verstehe, Johnny... Woher wusstest du, dass Sandra in diesem Moment da vorbeikommen würde? Sie hat mir erzählt, dass sie um diese Zeit immer mit ihrer Arbeit fertig ist und dass sie dann von einem Kollegen nach Hause gebracht wird. Ach, und wann hat sie dir das erzählt? Gestern Morgen, als sie mir das Knöllchen gegeben hat. Vom Café, weißt du noch? Tja, man kann viel sagen, aber auf die Polizei ist Verlass. Vor allem auf Sandra. Gerade jetzt habe ich zum Beispiel eine Verabredung mit ihr. Was? Eine Verabredung mit Sandra? Aber sie gehört mir. Nein, Kläuschen, du hattest die Verabredung mit ihr und jetzt bin ich an der Reihe. Hey, was bist denn du für ein Bruder? Der Cleverste, so wie es aussieht. Ich will sterben. Komm mit, Klaus. Was für ein Saftsack. Ich verstehe das nicht. Ich habe gedacht, dass sie auf mich steht. Irgendwie finden den alle super. Ich habe auf der Wache alles erzählt, was sie hören wollte. Einfach alles. Die Einbrüche, Diebstähle, ins weiter Spur parken. Irgendjemand muss ihm mal richtig erzählen, wo es lang geht. Ich habe sogar ein bisschen was von Johnnys Dingern erzählt. Was sagst du da? Ja, ich wusste nichts mehr. Und Johnny hat sich viel mehr geleistet als ich. Also dann konnte ich wieder weiter. Ich habe alles ausgeplaudert. Die illegalen Transporte, die Autos nach Polen, den Einbruch bei der Zentralbank. Ja, Johnny hat ziemlich was auf dem Kerbholz. Was meinst du? Nehmen wir meinen Wagen? Nein, ich habe selbst einen. Ja. Kommst du? Oh, das magst du also gern. Vergeuden wir keine Zeit, sag mir einfach, was du willst. Ich will noch ein bisschen Papierkram durcharbeiten. Einige unaufgeklärte Fälle erledigen. Und du wirst mir dabei helfen. Weißt du übrigens, dass du einen sehr netten Bruder hast? Ein sehr offener Junge. Na, Klaus. Da bist du ja noch mal gut aus der Sache rausgekommen. Aber jetzt darf Johnny mit ihr in die Verhörzelle.